Entweder ihr wollt die Bewertung jetzt von uns haben, oder ihr beide geben die da 500. Oh, geil. Okay. Genau, wegen solchen Leuten haben wir Probleme unter uns. Wir wollen die ja ein bisschen Hops nehmen. Ich finde das gar nicht gut. Ich finde die Situation überhaupt nicht gut. Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr... Start seid. Ja, Jungs, schön, dass ihr dabei seid, Mann. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute was Geiles vorbereitet. Und zwar 1000 Euro werden uns das beste türkische Restaurant in Kiel zeigt, in deiner Hut. In meiner Stadt. Seid ihr heiß, Jungs? Sehr, sehr heiß. Ja. Vor allem, ich war noch nie so richtig türkisch essen. Weiß man nie, ne? Nee, außer so Döner, Döner-Teller, sowas. Aber so ja, richtig, richtig türkisch das noch nicht. Ist nicht richtig, richtig türkisch. Die türkische Küche hat viel mehr zu bieten als Döner und Döner-Teller. Ich bin Arian. Ich habe mich für Konak entschieden. Das ist ein türkisches Restaurant hier in Kiel und ich bin der Meinung, das ist der beste. Deswegen soll Holiday ihn testen. Wir sind Lauritz und Kira und kommen aus Kiel und haben uns heute Sultans Restaurant ausgesucht. Wir denken, das ist der beste in Kiel für Kieler Verhältnisse und ja, sind ziemlich siegessicher. Wisst ihr schon, was ihr nehmt? Du wirst es nicht dementsprechend, weil du nicht so oft... Das Ding ist, wir haben ja das letzte Mal Erkenne den Koch Türkei Edition gedreht. Ja. Da hatten wir schon ein paar geile Gerichte, aber ich weiß die Namen leider nicht mehr. Ja, halb so wild die. Dank auch an euch, dass ihr dabei seid. Ihr seid ein bisschen aufgeregt oder geht das? Nur, es geht eigentlich. Ja? Nein, nein, die sind gar nicht aufgeregt. Nicht aufgeregt? 1000 Euro, ne? Nur deswegen ein bisschen vielleicht. 1000 Euro gibt das? Das ist dein Restaurant, was du dir ausgesucht hast? Ja. Was erwartest du dir heute von dem Restaurant? Also, türkisches Restaurant gibt es nicht so viele in Kiel. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es das Beste ist. Ja, Kieler Verhältnisse sowieso immer so semi, was ich kenne, aber ich bin zuversichtlich trotzdem. Geil. Und du hast auch gesagt, du hast deine Frau mitgebracht als seelischen Beistand, ne? Genau. Mit ihr bin ich immer weniger aufgeregt. Du kennst das Restaurant von... Ja, ich war hier auch schon ein, zwei Mal. Ist ein starker Gegner, aber ich glaube, mein Restaurant ist besser. Ja, aber ich würde sagen, wir starten dann. Und dann nehme ich euch beide schon mal mit. Wir gucken mal uns schon mal die Karte an. Okay, wenn du jetzt sagen möchtest, ohne zu viel zu verraten, wer würdest du denken, gewinnt heute? Guck mal, das eine Restaurant hat ein, zwei Gerichte, die ich richtig, richtig gerne mag und die es hier nicht gibt. Und dieses Restaurant hat halt die Gerichte, die es so gefühlt überall gibt. So Adana, Spieße, Mixgrillteller, Standard. Oh, aber der Laden sieht gut aus, ne? Der sieht richtig gut aus, auch voll gemütlich so. Der sieht sehr top aus, also ich verspreche mir viel von dem. Wichtig ist für euch, das, was ihr hier nehmt, müsst ihr auch drüben das Gleiche nehmen, damit wir es gut vergleichen können. Guck mal, zu einem türkischen Restaurant gibt es für mich immer auch Magic Mac. Ich bin kein Suppenfan, deshalb ist es echt ein bisschen schwierig. Bist du Suppenfan? Gar nicht. Dann nehmen wir lieber ein Pide. Ja, ich esse Suppen, aber ich bin gar nicht in dem Game drin. So ein schönes Pide habe ich eher tausendmal Pizza gegessen schon. Er will einfach einen Italiener hier draus machen. Ja, das ist eine Pizza. Wisst ihr schon eure Gerichte? Ja, ne? Ich weiß schon, dass ich nehme, ja. Sie haben auch dieses, was ihr vorhin gesagt habt, sind es so Teigtaschen? In dünnem Brot eingerollt. Ja, ist geil. Doch, ist geil. Das nehme ich. Und ich nehme einen Adana-Teller einfach. Ein paar Adana-Teller. Mit Bulgur oder? Mit Bulgur gerne, ja. Was hättet ihr genommen, wenn ihr jetzt hier essen würdet? Adana ist nicht schlecht. Ja. Fladenbrot mit den Dips ist auch immer gut. So als Vorspeise. Sonst aber auch ein Döner-Teller manchmal. Ehrlich? Zu Adana genommen? Ich habe Adana genommen. Ich werde direkt Adana vergleichen. Ich nehme Persola. Geil. Danke, danke. Cool, dass du das noch geregelt hast. Nee. Ja, dass wenn die Leute die Outtakes sehen würden, denken die, es reden so drei Sonderschüler miteinander. Was? Schön, dass du das... Digga, du hast mich gerade geupgradet. Ich habe nicht mal einen Abschluss. Ja, stimmt, ey. Das ist ein Sonderschüler, der Kratzer. Aber ich habe wirklich mal ein Kompliment, was ich aussprechen möchte. Du bist der schlauste und gebildeste Mensch ohne Abschluss, den ich kenne. Stimmt, ja. Ist ein smarter Mann. Ja, er ist so wie aus der Lebenshilfe der Einzige, der laufen kann. Was hast du denn für einen Abschluss, Holle? Hochbegabt. Nein. Ich hab wirklich Real Talk damals. Ich habe angefangen, zu viel Scheiße zu machen, Sportzigarette und so. Und habe gerade mein Abi gemacht. 12. Klasse, Religion, einen Test. Und dann habe ich mir gesagt, ich wusste, ich habe zu Hause was liegen. Test oder nach Hause, bin nach Hause, bin nie wiedergekommen. Also Abi abgebrochen. Abgebrochen. Ich habe auch abgebrochen. Ja? Ja. Macher! Ah, ja, ich bin Barkeeper, geborener Barkeeper. So, ihr Lieben, ich mache noch eine kleine Aufnahme. Ich möchte nur einmal heiß machen. Kannst du einmal den Schnüffler nehmen? Einmal den Schnüffler. Und für dich auch nochmal. Schmeckt das? Ja, das würde so gut schmecken. Ja? Habt ihr Pläne damit? Hättet ihr Pläne? Ja, ich muss doch Führerschein machen, Studium. Ich habe viele Verwertungen dafür. Und du? Erstmal zur Seite legen. Oder in deinen YouTube-Kanal. Oder in den YouTube-Kanal. Wir machen nämlich einen YouTube-Kanal. Blenden wir hier mal.
So, Jungs, wie sieht das aus, ey? Das sieht gut aus. Das aber sieht sexy aus. Ich muss noch was machen, kurz erledigen vorher. Ja. Salat muss weg, ne? Ja, gehört es nicht dazu, zum Geschmack? Nee, er hat Vitaminallergie, Abo. Vitaminallergie. Hat er wirklich? Bitte sehr stark, sehr, sehr lecker. Geiler Sesam außen, guter Käse. Der Teig ist stark. Der ist gut, schön butterig. Kennt ihr das, wenn die es machen? Butterblock, habe ich schon oft gesehen. Schmieren die das ganze Ding ein. Also unten nicht, aber den Rand. Wir werden Turbo machen. Wir werden gleich direkt einfach eine Bewertung rausfeuern. Ich finde es extrem salzig irgendwie. Das ist der Käse. Das ist der Käse, ja. Du musst alles mit einfließen lassen. War lecker. Boah. Eigentlich fast schon eine 10, aber eine 9, weil ich es einen Ticken zu salzig fand. Nur ein Ticken. Aber eine Stelle hatte ich das Gefühl, das war noch nicht ganz fertig. Deswegen sage ich 8,5. War sehr lecker im Großen und Ganzen. Ich sag geiler Käse, schön butterig, geiler Sesam außen. Boah. Also ich muss auch eine 9 geben. Ich fand es echt stark. Ey. War sehr, sehr lecker, das stimmt. Und jetzt gehen wir zum Hauptgericht hier. Ich muss sagen, türkische Küche ist halt auch echt geisteskrank, ne? Ist geisteskrank. Also eine meiner Lieblingsküchen überhaupt. Ich guck direkt den Test hier, wenn du einmal rauffilmen magst. So, ist es gehackt oder ist es gewolft? Ist es gewolft? Adana, sage ich immer, 50% vom Geschmack sind das Mundgefühl. Und wenn es nicht gehackt ist, ist immer schon mal Minus, aber kann natürlich trotzdem performen. Erster Eindruck? Mein Reis ist sehr, sehr lecker. Der ist nicht so typisch türkisch, der ist eher ein bisschen auf Arabisch angelehnt. Der ist nochmal Beiti, ne? Deins heißt Beiti, ja. Das ist so lecker, ne? Das ist ein bisschen fluffiger, ein bisschen auf arabische Art, habe ich das Gefühl. Sehr, sehr, sehr lecker. Und hier Ali Nasik mit Aubergine und da drauf das... Du hast was anderes bestellt. Also eigentlich habe ich was anderes bestellt, aber ist nicht schlimm. Ich hatte mit den Gedanken gespielt, Ali Nasik zu nehmen, weil ich es drüben auch noch nicht gegessen habe. Was hast du bestellt? Pirisola, Lamm und Kotelett. So, das ist deine erste Erfahrung mit Beiti. Nein, wie fühlt sich an? Ja, geisteskrank. Ist das jetzt einfach nur Adana in einer Teigtasche drin, mit Tomatensauce drauf, so mäßig? Genau. Ja, du musst da den Joghurt draufklatschen. Guck mal, ich zeig dir, wie man das isst. Genau so. Na? Lauritz, das ist dein Restaurant jetzt, du siehst so die ersten Reaktionen, wie denkst du gerade? So wie ich es erwartet habe eigentlich, also ich kenne den Laden ja wirklich, türkisches Restaurant, super, habe ich so erwartet, muss ich sagen. Kira, würdest du dich freuen heute, wenn Lauritz die 1000 Euro nach Hause nimmt? Ja. Gibt es eine Handtasche, vielleicht auch überredest du ihn? Eine Handtasche? Schauen wir mal, ne? Ja. Erstmal müssen wir das Geld einfahren, dann reden wir über alles, ne? Boah, ich muss sagen, ich finde es ohne Joghurt besser irgendwie. Ich könnte Joghurt mit allem essen, auch mit Holz. Mein Teller ist nicht so stark leider. Die haben halt nicht den Holzkohlegrill, die haben hier nicht die Möglichkeiten. Du merkst es, ich gehe jetzt mal gar nicht aufs Wolfen ein oder aufs gehackt, weil ich habe auch geile Adana da schon gegessen, die nicht gehackt waren. Mir fehlt irgendwie so das gewisse Etwas. Auch der Bulgur, da fehlt mir einfach die Power. Probier mal den Reis hier an der Seite. Ich finde den Reis sehr lecker. Ich bin auch froh, dass ich den Reis genommen habe, ehrlich gesagt. Olle, findest du den Bulgur ein bisschen zu trocken? Mir fehlt nur die Würze, der ist gewisse Etwas. Ist einfach Bulgur, aber der Reis finde ich besser. Ja, ja, 100%. Machen wir draußen Bewertung und dann geht's direkt zum nächsten Spot. Und eins wollte ich noch mal sagen, ich möchte das Format pushen. Ich liebe diese aufwendigen Formate, auch noch für alle, die dabei sind. Vielen, vielen Dank. Ich gebe 300 Euro Gutscheine in die Kommentare ab 15.000 Likes, weil ich das Format pushen will. Reicher Mann, sage ich, ne? Reicher, spendierfreudiger Mann. Wir sehen uns jetzt bei der Bewertung. So, Gesamteindruck? Dass die Pide die Beste war. Pide das Beste? Besser als mein Hauptgericht auf jeden Fall. Bitte bücken einmal. Das ist auch ein sehr ungünstiger Ort hier von uns. Ja, egal. Ich fand es sehr lecker. Vor allem für mich zählt auch immer so ein bisschen die Atmosphäre und die fand ich auch sehr geil in dem Laden. Oder? Wie fandet ihr es? Also Atmosphäre war super für den Hauptbahnhof. Voll gemütlich drin so. Stell dir vor, du wärst jetzt unterwegs so, musst deinen Zug kriegen, kannst da essen. Schon gut. Lass mal direkt sagen, ich fange an. Ich gebe meinen Ali Nasik, weil der Reis so gut war, gebe ich dir eine 7. Okay. Was sagst du einem zum Beiti? Dem gebe ich eine 8,5, weil Beiti war sehr lecker. Aber der Joghurt nicht. Was? Aber der Joghurt nicht. Ja, Joghurt, also das mag ich. Egal, dann lässt man es liegen halt. So, ja, das ist in Ordnung. Nur den Bulgur fand ich ein bisschen zu trocken. Und das, was du meintest mit wenig Gewürzen, genau das meinte ich, glaube ich, auch. Okay, war bei dir auch? Ja, es hat so nach nichts so richtig geschmeckt. Also es hat ein bisschen Wumms gefehlt. Genau. Lauritz, wie fühlt sich das an jetzt so die Bewertung? Bist du noch einigermaßen happy? Ja, ich will jetzt deins noch mal hören. Der Adana hatte ich auch ein bisschen stärker in Erinnerung. Ich gebe eine 6 von 10. Also ein Adana, der nicht vom Holzkohlegrill ist, ist erstmal schwer wirklich ranzukommen an normalen. Nicht gewolft, lassen wir mal raus. Ist jetzt so, wie es ist. Es hat einfach die Power gefehlt. Auch bei dem Bulgur ist immer noch völlig in Ordnung. Leckeres Ding, aber mehr kann ich nicht raushauen für den Teller. Also haben wir insgesamt jetzt 21,5 Punkte in Runde 2 heute quasi. Das ist schon stark eigentlich. Ja. Schon nicht schlecht, ja. Dann gehen wir zum nächsten Restaurant. Zu seinem Restaurant, ne? Zu deinem Restaurant, Adi. Und das Gute ist diesmal, ich habe noch Hunger. Holle hat mich gut zurückgehalten. Danke, Holle. Also. Sehr gerne.
Abo, nein, braucht noch einen Moment. Ich starte hier schon mal, weil die stehen im Stau. Ich zeige euch mal schon mal den Laden Nummer 2. Die Kandidaten kommen auch gleich. Moin, mein Lieber. Darf ich dich kurz stören einmal? Moin, klar. Geil. Also, was kann ich machen? Ja, ich wollte auf jeden Fall, also ich sage jetzt mal so frei raus einfach, ich werde gleich was richtig Geiles mit Fleisch essen wollen. Ja. Ich brauche noch meine Eiweißmenge für heute. Ich bin gerade wieder im Training. Ja, wie viel brauchst du? 90 Gramm, würde ich sagen. Ja. 90 Gramm. Also arbeite hier, eigentlich darf ich jetzt gar nicht sagen, so, ja. Aber vielleicht habe ich was. Ja? Einen Moment. Okay, geil, danke. Das hier hat genau 90 Gramm, guck dir das mal an. Oha! Also pass auf, Leute. Prep My Meal, kurze Schauspielanlage. Danke erstmal an euch für euren Support. Ich finde es eine heftige Sache, frei raus, ohne jetzt irgendein Briefing, sonst was. Ich stehe auf Sachen ohne Zusatzstoffe. Da sind keine Zusatzstoffe drin. Das ist wirklich natürliches Essen mit keinem Mist drin. Noch dazu, wie ihr gesehen habt, ihr habt Eiweißmenge. Klar, man kann immer abwiegen und hier und da hat alles Vor- und Nachteile, aber für das schnelle Ding, auch statt liefern oder so. Was Gesundes zu Hause wird zu euch geliefert, was ich auch geil finde. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wenn ihr gleich ein paar Dinger bestellt und merkt beim ersten Ding, gleich ist nicht meins, alles zurück, kriegt ihr überall das Geld wieder. Finde ich sehr heftig. Ihr könnt mit dem Code HOLLE da bestellen, ist in der Videobeschreibung, kriegt ihr 5% Rabatt, 15% sind sowieso gerade am Start. Optimale Nährwerte, 4,6 von 5 Sternen Kundenbewertung, super Kundensupport, Link in der Videobeschreibung, Code HOLLE, 5% Rabatt, würde mich freuen, wenn ihr es abcheckt und weiter im Video. So Jungs, wir sind am Start. Laden Nummer 2. Das ist der Laden von Arian. Sein Spitzname nicht Ari? Eigentlich Ari, aber für Holle ist das auch, für Holle ist das okay. Ja, wir sind in der Bergstraße in Kiel. Wir sind in der Bergstraße. Was sagst du, Bergstraße? So eine Discostraße hier. Aber hier gibt es ein paar coole Läden, unter anderem auch Konak. Hier gibt es so einen coolen Asia-Shop. Hier nebenan war mein Training, wo ich sehr lange trainiert habe, Fit und Fight. Ja, ansonsten siehst du ja, wie das aussieht hier. Uiuiui. Das sieht echt nicht so geil aus, muss ich sagen. Nee, das ist ein bisschen verkackt. Was würdest du sagen, wenn du da oben wohnen müsstest? Nein? Wäre ich am Ende des Tages trotzdem dankbar, dass ich überhaupt einen Wohnplatz habe, weißt du? Ja, das musst du aber jetzt auch sagen. Du Seine Pide hat so viele Punkte gemacht, müsst ihr bedenken, Jungs. Wenn diese Pide jetzt 7,5 nur macht, ist er am Arsch. Also ich sag mal so, leicht angespannt, aber ich glaube, das Ding hole ich nach Hause. Ist die Pide denn da gut? Lasst euch überraschen. Okay, okay. Klang jetzt nicht so überzeugend, aber vielleicht gibt es gleich den Wow-Effekt. Was sagt ihr, wollen wir reingehen einfach? Ja, ja, rein, direkt rein. Ich habe auch Hunger, Alter. Okay, wir gehen rein. Ich habe auch Ultra-Hunger. Ich bin erst warm geworden hier. Wir wissen schon sogar, was wir haben wollen. Wir würden am besten einen Pide Margarita nehmen für die Mitte. Und wir nehmen einmal ein Ali Nasik. Wir nehmen einmal ein Beatty für mein Nahim. Und wir nehmen für mich einen Adana-Teller einfach mit Bulgur. Und hier auch mit Bulgur. Hast du normalen Reis? Nee, leider. Dann nehmen wir alle Bulgur. Dankeschön. Wir freuen uns. Wir sehen uns gleich beim Essen. Guck mal, Geschmack ist eine Sache und Aussehen ist eine Sache. Ja. Ich finde, vom Aussehen ist der von Sultan viel, viel besser. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weißt du, das Brot an der Seite, es war viel schöner. Der ist auch viel härter. Fass mal den Rand an, merkt ihr. Also hier zum Beispiel, guck mal hier. Sehr, sehr, aber kann sein, dass es geil ist. Ich weiß nicht. Boah, das ist zum Beispiel perfekt. Das ist ein ganz anderer Käse. Besser oder schlechter, würde ich sagen. Voll heftig. Anders. Schmeckt ganz anders. Du merkst den Teig mehr. Es ist gefühlt wie eine Pizza. Es schmeckt irgendwie gar nicht nach Pide. Pizzaboden mit. Ist das gut oder ist das schlecht? Rand bleibt liegen, das ist kein gutes Zeichen. Habe ich drüben auch liegen gelassen. Aber guck mal, ich sag dir was. Ich habe schon klares Ergebnis. Ja. Ich auch. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, der Käse ist extrem lecker. Ich finde den Käse hier viel besser, aber das Brot drüben viel besser. Viel fluffiger und draußen knuspriger. Buttriger auch. Buttriger auch, auf jeden Fall. 7,5 gebe ich dir. Weil der Käse sehr, sehr lecker ist. Ich sag dir ganz ehrlich, und ihr wisst, ich sag immer frei, meine Meinung raus, aber ich würde auch 7,5 sagen bei dem hier. Du da hin? Ich sag ganz, ganz ehrlich, und ihr wisst, mich überzeugt man sehr schnell und ich bin wirklich nicht satt, ne? Wirklich nicht. Nicht dass du denkst, hast es ja gesehen. Kaum was gegessen, Kuh hat mehr gegessen denn noch. Ich würde dem maximal eine 7 geben. Hat mich nicht so überzeugt. Also schmeckt wirklich mehr nach Pizza. Drüben alles deutlich besser irgendwie. Also ich fand auch alles drüben besser, aber wenn ich hier jetzt einmal gesagt, Gesamtgeschmack, finde ich hier 7,5 noch fair. War ich zu hart? Nein, 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 überhaupt nicht. Also 7 ist absolut vertretbar. Jetzt bin ich gespannt auf die Gerichte, Alter. Weil die können alles nochmal wieder, ne? Sie können alles nochmal die Wogen glätten. Ihr seid noch nicht safe, ne? Wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt bist du schon mal deinem Sieg ein Stück näher, ne? Aber Aufregung ist immer noch gleich. Also alles, alles beim Alten. Ich muss sagen, ich finde das richtig süß. Die sind alle richtig aufgeregt, ne? Ja, das ist aber richtig so geil. Oh, was geht denn gerade in euren Köpfen vor, so, wenn ihr jetzt sagen müsstet? Geld, Adana, alles dreht sich bei mir. Bei dir auch? Ja, Geld und Adana. Und Pide. Hast du schon mal Spiele gespielt dann am Ende? Mind Games. Ja, oder du sagst am Ende, okay, hör zu. Entweder wollt ihr Bewertung jetzt von uns haben oder ihr beide gewinnt jeder 500. Oh, geil. Er sagt so,
lass uns zum Schluss machen. Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass der aus dem Laden eben vorher nach unserer Bewertung hier gut dasteht, ist groß, weil er hat bei jeder Dings das 1,5 schon gut gemacht, der Peter. Er hat schon 4,5 Punkte gut gemacht. Wenn wir jetzt hier sowieso nicht so gut bewerten, dann wiegt er sich sicher und denkt, er hat eh gewonnen. Aber er spricht aber durch sagen, der, der gewonnen hat. Und zwar auch deutlich, den können wir diesen Mindfuck anbieten, dass wir sagen, nimmst du die 200 und hast sie safe oder gehst du auf Risiko und willst die Bewertung haben. Das ist schlau, ja. Habt ihr uns verstanden? Nein, habt ihr versucht? Ja, ich hab versucht, hat nicht funktioniert. Also ich finde, Leute, es sieht hier krasser aus, einladender. Und was sagt ihr? Du hast ja einen anderen Burgerroll, den mit den kleineren Flocken. Sieht aus wie ein bisschen angeröstet beinahe hier. Stimmt, ich habe gar keinen Burger, ne? Du hast gar keinen Burgerroll, ja. Ich auch nicht irgendwie. Hat er das vergessen oder ist das Gericht vielleicht einfach so? Ist einfach das Gericht. Also das Gericht eigentlich kenne ich auch nicht mit Burgerroll. Geil, ihr bewertet den ganzen Teller so. Guck mal, mein Arlener Sieg. Muss ich für die Bewertung das jetzt auch probieren, weil bei dem anderen habe ich eine schlechtere Bewertung gegeben, ja. Wegen dem Burgerroll. Ja, egal, dann probiert auch beide hiervon, dass ihr sozusagen eine Einschätzung habt. Müsst ihr eigentlich. Ja, Bulgur ist besser, sage ich direkt. Aber ich finde nicht viel. Ich kenne Bulgur, wie ich ihn sehr feier, eingekocht noch mit Gemüse, zum Beispiel mit Aubergine. Das gibt auch noch so einen geilen Beitouch. Aber beide sind nicht gut. Nee, der ist ein bisschen tomatiger auch noch. Aber finde ich auch, nicht entscheidend besser. Ich kann aber direkt sagen, dass dieses Arlener Sieg, allein das Fleisch hier und die Würze von dem Fleisch und diese fetten Stücke hier. Es gibt echt viele Arten und Weisen, eine Arlener Sieg zuzubereiten. Ich habe noch nie mit so dicken Fleischstücken gesehen. Gebe ich dir auch den Punkt, kenne ich auch, aber es ist sehr, sehr lecker. Ich bin zu blöd, das ganze Ding zu essen. Was ist eigentlich dieses Weiße da drauf? Das sieht aus wie Käse. Da weiß man drauf, das ist Käse anscheinend, ja. Das kenne ich denn als Vierinderbaiti mit Käse noch. Ich habe hier eine viel stärkere Lammnote. Ich weiß nicht, ob eben überhaupt Lamm drin war. Du merkst den Rauchgeschmack direkt vom Grill, auch deutlich besser. Weil das Ding, kann ich jetzt direkt sagen, ist besser als das andere. Ich finde hier das Fleisch besser, aber das Gesamtpaket irgendwie nicht ganz so nett. Aber Fleisch finde ich, geiler. Fleisch ist besser vom Geschmack, aber ich kann euch nur einen raten, holt euch mal ein Adaner. Es gibt wenige in Deutschland anscheinend, die ihr Adaner hacken. Ganz anders. Ist dieses Mundgefühl, diese Härte vom Fleisch, wenn das gewolft ist, ist nicht zu vergleichen mit einem gehackten. Im kurdischen Restaurant machen die das so. Besser, ne? Ja, das kannst du gar nicht beschreiben. Das ist viel so, das will fast alleine auseinandergehen. Genau. Das verdrückst du mit der Gabel so. Damit kann ich jetzt so rumfuchteln und es bleibt alles fest. Mhm, genau. Aber einen krassen Adaner kannst du auch so mit der Gabel alleine aufmachen. Eindeutig. Alles okay bei euch? Auf jeden Fall, ja. Alles super. Danke, mein Lieber. Gibt es noch irgendwas, was ihr jetzt sagt, was ihr unbedingt zum Essen verlieren wollt? Bei Essen gibt es keinen richtig und falsch. Bei Essen gibt es nur schmeckt oder schmeckt nicht. Du weißt, was ich meine? Hundertprozentig. Während die Leute sagen, ja, das macht man aber nicht so, das kocht man eigentlich anders. Quatsch mit Soße. Es gibt so viele verschiedene Arten von verschiedenen Gerichten. Fufu, wie viele verschiedene Varianten gibt es das? Äthiopisch, Eritreisch, Ghanesisch. Es ist viele verschiedene. Ghana natürlich am besten, muss man sagen, aber es gibt halt verschiedene Varianten. Genau wegen solchen Leuten haben wir Probleme unter uns. Also wir müssen jetzt gucken, Jungs. Wir wollen die ja ein bisschen hops nehmen. Wir können uns ja schon mal besprechen, was wir gleich für Punkte geben. Guck mal, ich sag dir ehrlich, bei mir, dieser Arlener Sieg hier, war viel besser als der bei Sultan. Den gebe ich eine 8,5. 9,2. 16,7. 16,4. Nee, was fragt ihr mich? Ich habe keinen Abschluss. 9,2 und 8,5. 9,2 plus 20,7. Das ist respektlos, dass wir das damit rechnen, ne? Das musst du rausschneiden, Olli. Ja. Wir gehen auf Nummer sicher. So, also ihr Lieben, wie ist dein Feeling? So gewonnen, verloren, hast du da ungefähr ein Feeling schon, was du denken würdest? Sehr gemischt, ja. Euer Feeling? Richtig knapp, glaube ich. Knapp, genau. Du glaubst, ihr habt knapp gewonnen, ja? Es ist auch knapp, ich muss auch sagen. Sau knapp geworden. Pide dachte ich schon eigentlich, das Ding ist durch. Aber das Fleisch war hier besser, das Arlener Sieg war besser, das Burgerroll war besser. Wir haben aber trotzdem ein Angebot für euch. Wir würden das euch gerne stellen, das Angebot. Wir haben unsere Punkte schon zusammengezählt. Wir wissen ja beide, wer von euch der Gewinner ist. Wir hätten für euch das Angebot. Ihr könnt jetzt 600 Euro nehmen und ihr werdet nicht mehr die Bewertung brauchen. Ihr habt auf safe 600, könnt nach Hause fahren, habt 600 Tacken. Es kann sein, dass ihr gewonnen habt, es kann aber sein, dass ihr verloren habt. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, wir nehmen das Geld, dann habt ihr safe 600. Wenn ihr sagt, wir nehmen das Geld nicht und er dann der Gewinner ist, dann habt ihr nichts. Es ist so gemein, oh mein Gott. Das ist richtig gemein. Wenn ihr die 600 Euro nehmt, aber die Gewinner seid, dann kriegt ihr halt nicht die 1000 Euro. Beratet euch ruhig in Ruhe. Nehmt eine Kamera mit, beratet euch in Ruhe, ohne dass wir das hören. Ich finde das gar nicht gut. Ich finde die Situation überhaupt nicht gut. Die Frage ist, wie ist das Mindgame-mäßig? Ob die es gefaked haben. Warum fragen sie mich? Und warum fragen sie ihn nicht ihn? Ja, es könnte sein, dass sie dich fragen, weil sie dir das Gefühl gegeben haben, dass du schlechter bist, damit... Aber du knechtest mich, wenn ich nicht zu 600 Ja sage, ne? Und wir dann die 1000 verlieren, ne? Wenn wir 1000 haben können? Ich nehme immer lieber den Spatz in die Hand. Ja, wir haben hin und her überlegt, aber wir sind ja siegessicher und deswegen sind wir angetreten. Das hätte ich auch
Conny genannt, dann kriegt er jetzt das tut mir so leid, Alter. Ja. Okay, dann kriegt er die Bewertung. Du sagst denn das. Der Adana war besser als drüben. Ich habe aber wirklich Kracher gegessen. Auf der Welt, in der Türkei, in Deutschland. Ich bewerte immer nach meinem normalen Ranking, dass ich sage, ich vergleiche es mit allen, den ich gegessen habe. Mir hat der Rauch gefehlt, mir hat das Fett gefehlt und mir hat die Konsistenz gefehlt. Es war aber für deutsche Verhältnisse immer noch sehr stabil, aber ich konnte nicht mehr als 7 Punkte geben. Mein Herz klopft. Ich habe dem Ali Nasik 1,5 Punkte mehr als vorher gegeben. Das heißt 8,5 statt 7 wie beim anderen Laden. Ich muss sagen, ich fand Beatty deutlich besser hier. Dementsprechend habe ich ihm eine 9,2 gegeben. Das heißt, ihr habt mit 0,2 Punkten verloren. Jetzt echt? Nein. Ja. Ja, okay. Wir haben gewonnen! Glückwunsch. Oh mein Gott, Digga. Glückwunsch. Mein Herz, Digga. Oh. Digga, ey, aber ich gönn's euch so, ne? Ich gönn's euch so, Alter. Glückwunsch, Glückwunsch. Also, ich würde euch gerne die 1000 Euro in die Hand drücken. Oder ihr geht in Runde 2 um 3000 Euro. Im Bereich, welche Küche steht euch am besten? Was mögt ihr am liebsten essen? Italienisch, Türkisch, Deutsch? Was dann sagen wir Italienisch. Italienisch? In einer italienischen Runde um 3000 Euro? Nein. Nein? Nein, nicht in Kiel in Italienisch. Dann kriegt ihr die 1000 Euro. Dankeschön. Geil, ja, danke an euch alle fürs Dabeisein. Also checkt auf jeden Fall die beiden Jungs in der Videobeschreibung ab. Den Kanal auch von dem Kollegen werde ich auch verlinken. Danke euch auch fürs Dabeisein. Bewerbt euch für die nächste Runde in der Stadt eurer Wahl. Wir gucken immer wieder rein, wo wir coole Battles aufziehen können. Und lasst den Daumen oben scheppern. Denkt dran, gewinnt von 300 Euro Gutschein in den Kommentaren. Schreibt irgendwas rein. Kuss an alle.